Detlef Wagner an ihr Herz. Herzlich willkommen zu Chanukka 2022. Zum 18. Mal zünden wir die Chanukka-Leuchter am Brandenburger Tor. Die Botschaft von Chanukka ist Licht über Dunkelheit, Demokratie über Tyrannie. Judaism will have a strong, positive future in Germany. At this space where Hitler stood in the 30s, we are here to say light over darkness. That's the message we're sending to the world today from the Brandenburg Gate. Ein Zeichen dafür, dass jüdisches Leben in unserer Gesellschaft in dieser Stunde die Dunkelheiten kennt, sehen wir aber auch wunderbares Licht. Putin erreicht seine Kriegsziele in der Ukraine nicht, aber er hat in uns, in unseren Gesellschaften, neue Solidarität entfacht und er hat die liberalen Demokratien auf der Welt wieder viel näher zusammengebracht. Putin wird diesen Krieg nicht gewinnen, aber er hat uns als liberale Demokratinnen und Demokraten zusammengebracht und das Beste in uns geweckt, nämlich unsere Mitmenschlichkeit. Die Nazis triumphierend mit Fackeln durch dieses Tor zogen, wollen wir heute uns auch gemeinsam freuen über das, was erreicht wurde, über den interreligiösen Dialog, darüber, dass Jüdinnen und Juden, Christinnen und Christen, Muslime, Buddhisten, Gläubige anderer Religionen hier in der Vielfältigkeit Berlins zusammenleben können und dass Toleranz und Akzeptanz das erst möglich macht. Wir werden jetzt den Segen machen.